Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Kinderspielzeugtour mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute wollen wir wieder was Gefrorenes aufschneiden und vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, hier hatten wir unseren super ekligen braunen Schleim, wo Maden und Würmer drin waren und der war ja super wabbelig. Oh, hier oben sieht man's auch noch. Na toll, der ist ja immer noch so. Sehr, sehr cool. Aber jetzt ist das Besondere daran, ich habe ihn eingefroren und jetzt wollen wir mal gucken, was wir damit alles anfangen können. So, und dann wollen wir jetzt mal überprüfen, was da drin ist. Vielleicht bekomme ich den ja noch mit den Fingern raus, ich weiß es nicht. Oh, der ist schon sehr kalt, trotzdem noch ziemlich klebrig. Schaut nur mal hier, der kommt schon hier raus, gewabbelt. Okay, ganz eingefroren ist er noch nicht. Er ist nur ziemlich kalt. Oha, man sieht es, hier oben drauf hat sich schon eine Eisschicht gebildet. Aber der Klibber ist nicht fest geworden. Sehr interessant, aber er ist jetzt vom Gefühl her noch viel nässer und noch viel matschiger. Boah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie eklig sich das anfühlt. Also mein Fall ist es gerade nicht, deshalb lege ich ihn jetzt auch mal lieber wieder hin. Und wir schauen uns mal noch genauer an, was sich wieder hier drin verborgen hat. Wir haben hier wieder unsere super Ekelfliege. Die ist auch nicht eingefroren, die ist einfach nur wabbelig. Dann haben wir unseren super ekligen Maden hier, diese Madenwürmer, auch nicht eingefroren, trotzdem noch super wabbelig. Und dann haben wir noch hier dieses grüne, was auch immer, vielleicht ist es ein Popel, schnell weg damit. Und natürlich unseren super Klibber und der ist echt mega nass. Okay, sowas hatten wir vorher echt noch nicht, sehr, sehr eklig. Boah, das ist ja mal ein super Ergebnis, das hatten wir vorher so wirklich noch gar nicht auf unserem Kanal, dass etwas beim Eingefrieren sich so verändert. Oh, ich kann das gar nicht lange in den Händen halten, es ist viel zu kalt. Okay, jetzt haben wir den Check auch mal gemacht, also zurück mit dir in die Box. Jetzt haben wir gesehen, dass der nicht fest wird, wenn man ihn eingefriert. Er wabbelt einfach weiter in seinem Gefäß hier vor sich hin. Wabbel, wabbel, wabbel. Und wenn ihr weitere Videovorschläge habt, was ich eingefrieren soll, was ich aufschneiden soll, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Kinderspielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss.